Prep-Tag, absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie viele Tage es her ist, wie ich das letzte Mal geduscht habe. Wie soll ich mir dann merken können, welchen Tag von Prep wir haben? Auf jeden Fall, welcome back. Ja, wir haben uns jetzt schon seit längerem nicht gesehen. Falls ihr mir auf Insta nicht folgt oder auf meinem Main-YouTube-Kanal Jeremy Wiederkehr, habt ihr meine Presse jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Erzählt es wieder, mein Beileid. Heute steht auf jeden Fall Brust an. Die Prep fickt mich aktuell ziemlich, darum kommen hier auch so wenige Videos. Ich bin euch ganz ehrlich, ich habe nie Bock aufzunehmen. Ich mache meine Trainings am liebsten so, dass ich mich einfach hinsetze, mein Training durchziehe, dann nach Hause gehe. Kein Wort im Training reden, nicht irgendwas aufnehmen, nicht mit irgendwelchen Menschen kommunizieren, sondern einfach nur meine Scheiße erledige, weil ich habe einfach keine Energie. Ich bin komplett tot. Also die Prep nehme ich da ziemlich auseinander. Aber ich bin euch hier trotzdem noch ein Video schuldig, irgendwann mal wieder. Ich habe auch eine Nachricht von euch gekriegt, so ey, machen wir wieder ein Prep-Video und so. Und ihr seid die Community, ihr seid die, die mich supporten und ihr seid, ich bin unglaublich dankbar. Und das ist ja nicht irgendwie das gegen euch, dass ich keinen Bock drauf habe, aber ich mache das Video trotzdem für euch. Ich werde aber jetzt während des Trainings nicht viel reden, sondern einfach hauptsächlich trainieren. Scheiße aufnehmen, könnt ihr euch gönnen oder noch eine bessere Idee, ihr schaltet aus und guckt euch irgendwelche Pornos und so an oder so, das ist sinnvoller oder so ungefähr. Ja, scheiß drauf, wir machen den Satz jetzt. 3, 2, 1. Und ja, natürlich ist Crankpump Pro schon drin. Crank Energy haben wir uns auch reingezogen. Naja. Drücken steht jetzt an. No.
Leute. An dieser Stelle das erste Wort, was ich hier in meinem Training sage. Ich habe euch schon ganz am Anfang gesagt, ich werde nicht viel reden, weil ich die Energie einfach mehr aufsparen muss für das Training und sonst bin ich komplett tot. Also ich bin jetzt schon komplett tot, ich bin nach jedem Training komplett tot. Ich bin nach dem zweiten Satz bin ich komplett tot jetzt hier in der Prep. Aber
Auf jeden Fall gibt es jetzt hier bei mir intra-Workout, also während des Trainings, die Aminos, einfach um den Muscle Breakdown vorzubeugen. Und die Gains wie ein bisschen zu retten in der Diät, sind wir sehr anfällig darauf, Muskeln zu verlieren. Vor allem, wenn wir in so einem hohen Defizit sind, wie ich gerade aktuell in der Prep bin und auf so eine Tiefskörperfett runtergehen wollen, welches ich gehen muss. Da hier auf der Bühne sollten wir nicht mit irgendwie 30% Körperfett stehen. Alles gut, gerade auf Urlaub. Und daher gibt es die Aminos hier im Geschmack Orange Candy. Ist der mit Abstand geilste Geschmack, kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Mit dem Coach Jeremy Spade, darauf maximal unterstützt mich und unterstützt mich, sowie diese Wettkampfvorbereitung auch noch maximal. Das war ein geiler Pop. Und ja, wie gesagt, es tut mir leid, ich werde im Aufbau wieder viel mehr mit euch reden. Aber ich habe aktuell wirklich die Energie nicht dafür. Ich merke jetzt schon, wie ich außer Atem bin, einfach nur von ein paar Wörtern sagen. Geschmack ist geisteskrank. Allein aber dieser Geschmack, das gibt mir irgendwie Energie. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Aber es ist crazy. So ein richtiger Genuss halt in dieser Diät, diese Aminos. Ist absolut geisteskrank. Auf jeden Fall nächster Satz. Ugh.
Also Boys, Training ist durch. Ich sage euch ganz ehrlich, endlich, ich bin komplett tot. Also bei mir ist Energielevel jetzt hier aktuell wirklich in der Vorbereitung, ist bodenlos. Wir sind 13 Tage jetzt out. In 13 Tagen stehen wir schon auf dieser Bühne. Es ist geisteskrank. In 7 Tagen gehen wir einen Flug nach Birmingham. Jetzt ist Training durch. Das heißt, wir können auch kurz reden. Ich gebe euch hier einen kurzen Formcheck noch, weil das ist, was ihr alle sehen wollt. Ihr wollt ja unbedingt mich hier sehen. Das ist ja der einzige Grund, wieso ihr reingeguckt habt. So, musst du da gerade an? Ja, ist gut. Okay. Okay, ziehen wir uns aus, Alter. Boah. So sieht die Form aus. Bam. Pump ist auf jeden Fall da, kann man sagen, was man will. Oh, Alter. Also ich bin wirklich zu Tode. Ui, ich merke es nicht. Mir wird schwindelig sogar. Ich bin komplett am Arsch. Wir machen jetzt 3 Posen. Einmal, weil ich weiß, ihr wollt ein paar Posen haben. Zuerst mal eine schöne Sidechest. Okay, Trizeps gehört da noch dazu. Double Bizeps. Und was haben wir euch noch aus? Muskelmaske. Okay, das war's mit Posing, Alter. Ich bin tot. Ich würde sagen, wir setzen uns kurz hin und haben noch einen kurzen Talk, denn ich habe ein paar Sachen, die ich euch nur sagen muss. Stabil? Ist cool. Safe. Merci. Geil, Mann. Also Boys, Post-Workout-Talk. Kurzen Real Talk an dieser Stelle, denn wir haben uns lange nicht mehr gehört. Wir können jetzt, ihr kennt ihn, wir haben mal einen kurzen Talk. Wir reden mal ein bisschen kurz. Ich gönne mir hier, na, bevor wir reden, mische ich mir zuerst mein Isoclear an. Denn ihr wisst, nach dem Training ist wichtig, direkt die Proteins reinzukriegen. Beziehungsweise natürlich, ihr müsst nicht Training, letzter Satz, fertig, jetzt müssen Proteins drin sein. Aber umso schneller, umso besser. Wenn es 10 Minuten, 20 Minuten nach dem Training ist, ist auch noch full fine, ist voll gut. Aber ihr solltet nicht eine Stunde, zwei warten. Und 10 Minuten ist besser als 30 Minuten, 30 Minuten ist besser als 60 Minuten. Es ist immer, ist halt wie eine Kurve. Auf jeden Fall hole ich mir jetzt ein Isoclear. Und guck mal, wir haben hier heute sogar Isoclear. In einem, wenn nicht sogar mein Lieblingsgeschmack, also ich weiß nicht, Lieblingsgeschmack ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Moment mein aktueller Favorite, mein All-Time-Favorite würde ich sagen, ist Kaktusfrucht. Aber aktuell, ich persönlich switche gern Sachen. Ihr habt es wahrscheinlich auch bei irgendwelchen normalen Getränken so. Ab und zu mal Bock auf eine Cola, ab und zu mal Bock auf eine Fanta, ab und zu mal Bock auf irgendeinen fucking Eistee. Aber das ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Favorites, der Isoclear 3-Jahres-Jubiläumsgeschmack. Peach Rings, richtig, richtig geiles Ding. Also wirklich, man kann sagen, was man will. Das Ding ist absolut geisteskrank und ich habe da richtig Bock drauf, mir das Ding jetzt zu gönnen. Da aber angemerkt, der Geschmack Peach Rings ist sehr süß. Also falls ihr es nicht gerne süß habt, holt euch das Ding nicht. Ihr werdet ja, das nicht gerne haben, weil es sehr süß ist, ist glaube ich klar. Da gibt es aber jetzt auch neu die Less Sweet Isoclears in 2 Geschmäckern. Einmal Peach Iced Tea, glaube ich, und Cherry, soweit ich weiß. Die 2 gibt es in Less Sweet, die sind halb so süß, also haben halb so viel von der Süße von den normalen Isoclears. Aber ich hab's gerne süß, bin ich euch ehrlich, vor allem in der Prep. Bisschen Geschmack, sage ich nicht nein. auf gut Deutsch gesagt.
sage ich nicht nein. Das wird sich auf jeden Fall jetzt direkt reingezogen mit 5 Reiswaffeln. Denn wir haben, aktuell in der Prep ganze 13 Reiswaffeln über den Tag verteilt. 5 Reiswaffeln Pre-Workout, 5 Reiswaffeln Post-Workout. In der ersten Mahlzeit 3 Reiswaffeln und ja, am Abend dann haben wir keine Kohlenhydrate mehr. Wer braucht schon Kohlenhydrate? Naja, Menschen, die Energie haben wollen oder irgendwie ein bisschen Drive, brauchen wir nicht. Wir brauchen Shreds oder so. Auf jeden Fall bodenlos dieses T-Shirt. Ich sehe aus, als hätte ich noch nie einen Gym von innen gesehen. Und ich reiß mir jeden Tag den Arsch auf dafür, dass ich irgendwie gut aussehe. Und wenn ich T-Shirt anziehe, sehe ich so aus. Bodenlos. Auf jeden Fall guter Pop. Bitte, come on. Boah, der war sehr gut. Prost. Oh, Alter, das Zeug ist absolut crazy. Also wirklich. Ich verstehe bis heute nicht, wie er es denn das hingekriegt hat, diese Geschmäcker so gut zu machen. Also ich weiß, wir haben ein eigenes Labor, wo die Geschmäcker selber gemacht werden, getestet werden und es gibt irgendwie 100 Angestellte, die nur wegen Geschmack gucken, bla bla bla. Aber ich finde es halt trotzdem immer geisteskrank. Einfach crazy. Wo haben wir die Reiswaffeln? Irgendwo hier drin habe ich die Reiswaffeln. Alter. Oh. So, hier haben wir eine Packung Reiswaffeln. Die dürfen wir nicht ganz essen, denn Johannes hat unser Kohlenhydrate gekürzt und wir dürfen jetzt nicht mehr 6 Reiswaffeln, sondern 5 Reiswaffeln. Habe ich, glaube ich, vorher schon gesagt. Das aktuell auch in der Prep so wirklich. Ja, meine Schritte wurden gestern erhöht um 6.500. Das heißt, ich darf jetzt jeden Tag ziemlich viel laufen. Darum gehe ich jetzt direkt nach dem, wenn wir das getrunken haben, nicht nach Hause. Und dann mache ich zuerst nochmal ein paar Schritte auf dem Laufband hier, worauf ich keinen Bock habe. Aber das ist das Ding. Ich habe ein Ziel vor Augen. Ich habe diesen Wettkampf, an dem ich maximal shredded sein muss. Und ich gebe alles. Ich gebe alles dafür. Egal was es ist, ich gebe wirklich alles dafür, die bestmögliche Form dort abzuliefern. Und es ist hart. Natürlich ist es hart. Vor allem auch das Fastfit Cardio heute Morgen. Ich bin fast zusammengebrochen. Wortwörtlich, ich bin fast von dem Fahrrad runtergefallen. Ich war eine Stunde Fahrrad Cardio am Morgen, 120 Puls, bla bla bla. Weil ich einfach keine Energie mehr hatte, meine Beine wehgetan, alles hat wehgetan. Ich bin wirklich, oh, es ist so ein Schmerz. Aber ich weiß, es wird es wert sein, weil ich weiß, dass ich 100% gehe, weil ich weiß, dass ich alles reinstecke, weil ich weiß, dass ich an mein Limit gehe und es wird sich sowas von auszahlen, wenn ich auf dieser Bühne stehe. Es ist halt einfach, es ist auch surreal, wie nah das jetzt schon ist. Es ist absolut surreal. Es sind fucking 13 Tage. Ich bin seit Monaten hier am Leiden. Seit Monaten hier mal Reiswaffeln am Essen. Ich habe keine Kohlenhydrate, abgesehen von ein paar Reiswaffeln. Und ich freue mich einfach, ich freue mich drauf. Ich lieb's auch, diesen Schmerz, weil ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen so, ich weiß nicht, wie das heißt, aber diese Menschen, die sich selbst gern leiden, selbst gern Schmerz zufügen, selbst irgendwie gern leiden oder so, aber ich mach das nicht, weil ich, den Schmerz mag, sondern weil ich weiß, dass ich diesen Schmerz spüren muss, damit ich meine Ziele erreiche. Und ich gebe alles, um meine Ziele zu erreichen. Und an dieser Stelle will ich auch nochmal sagen, für mich persönlich als Mensch ist es unglaublich wichtig, dass ich Ziele im Leben habe. Weil jedes Mal in einer Phase in meinem Leben, wo ich keine Ziele in meinem Leben habe, drehe ich mich im Kreis. Ich komme nicht voran, ich verschwende einfach nur mein Geld, ich verschwende meine Zeit, ich verschwende meine Energie, alles komplett. Ihr habt es vielleicht gemerkt, dort, wo ich viel am Reisen war. Ich habe zwar immer mich selber begründet mit, ich mache Content und so und das ist cool zum Reisen, aber schlussendlich habe ich einfach, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich bin einfach nur dumm im Kreis rumgelaufen, hatte kein Ziel und bin ab und zu wirklich ungelogen um 4 Uhr in der Nacht ins Bett gegangen. Ciao. Schönen Abend. Bin ab und zu ungelogen um 4 Uhr in der Nacht ins Bett gegangen und dann irgendwie um 12, 13 Uhr aufgestanden. Ich hatte keinen Grund, ich hatte kein Wieso, ich hatte kein Ziel, wohin ich laufen will. Jetzt weiß ich, wo ich hin will und ich weiß, dass ich in meinem Leben immer ein Ziel brauche, um auch Sachen zu erreichen. Und ich merke, dass dieses Glücklichkeit, mein Ziel ist es nicht glücklich zu sein, aber ich bin glücklicher. Wenn ich das Cardio erledigt habe, welches ich absolut abgrundtief hasse,
habe ich dann noch so ein hohes Dopamin-Level erreicht, so diese Stunde Cardio ist durch und es fühlt sich immer so unglaublich gut an und das ist wirklich, was ich denke, das hört sich natürlich als 16-Jähriger genommen an, aber ich denke, dass so das Ding im Leben oder mindestens für mich das Ding im Leben ist, so diese Ziele zu verfolgen und dieses Dopamin zu hitten, wenn man weiß, man hat was getan, was man nicht tun wollte. Und nicht im Sinne von, oh, ich wollte nicht dem in die Fresse schauen, ich habe das... Nee, das meine ich nicht. Ich meine so dieses gute Dopamin und das ist, ja, das ist krass. Aber auf jeden Fall schmeckt diese Reiskaffee so geil. Das ist auch ein Ding in der Prep. Alles schmeckt geil. Du kannst mir ein Stück rohen, gefrorenen Brokkoli geben. Ich genieße das. Ich genieße das. Egal, was du mir zu essen gibst. Ich habe alles gern. Mein Körper will einfach unbedingt Nahrung haben. Das ist absolut geisteskrank. Muss ich dann? Oh ja, alles gut. Das ist absolut geisteskrank. Aber ja, und ich bin gehypt. Ich bin gehypt wieder nach den Shows auf den Aufbau. Wieder mehr essen als zum Freischaffeln. Und das ist absolut. Ja, das ist krass. Das ist einfach krass. 13 Tage. Und an dieser Stelle beende ich dieses Video auch. Ich esse hier noch meine Reiswaffeln. Danach geht es nochmal aufs Laufband. Und ich gucke, dass ich vielleicht nochmal vor dem Wettkampf irgendwie ein Prep-Video aufgenommen kriege. Ich struggle ehrlich. Das Härteste an der Prep ist halt der Energieverlust. Ihr kennt die Videos aus dem Aufbau. Richtig Energie, richtig viel Talk, richtig viel bla bla bla. Ich bin einfach tot. Ich bin einfach ein laufender Zombie. Alter, schmeckt das geil. Geistkrank. Ich bin einfach ein laufender Zombie, jetzt ungelogen wirklich. Aber ja, darum freue ich mich auch wirklich auf den Aufbau wieder. Und das Essen. Das Essen wirklich auch. Ich habe Lust zu essen. Aber ich laber nur noch Scheiße, mein Gehirn funktioniert eh nicht mehr, weil, wie gesagt, ja, ich habe es schon 6 Mal wie gesagt. Alter. An dieser Stelle war es das. Peace out.